Freud, 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 Freud. Guten Abend, mein Name ist Andreas Boxleitner und herzlich willkommen zu meinem 155. Comedy-Video hier auf YouTube. Wenn Sie sich nun fragen, warum ich am Anfang ein paar Mal Freud gesagt habe, ich übe. Ich möchte lernen, Freud möglichst scharf aussprechen zu können. Wenn ich das kann, bin ich nämlich ein freudschärfer Sprecher. Man lernt ja ständig im Leben. Und das Leben ist auch ein ständiger Wettbewerb. Beim Fußball zum Beispiel. Für einen Fußballverein ist bei jedem Spiel so ein Faktor, ein Erfolgsfaktor. Wobei mir eins beim Lernen noch nicht so klar ist. Es heißt, aus Fehlern lernen. Aber es heißt gleichzeitig auch, man lernt nie aus. Wobei sich das Leben der Menschen durch mehr Bildung ganz klar ständig verbessert hat. Heutzutage gilt zum Beispiel die Bahn als eines der sichersten Verkehrsmittel. Dagegen unsere Großeltern, also zum Beispiel meine Großeltern, die haben noch von Gefahren in der Holzklasse erzählt. Und es gerät häufig in Vergessenheit, dass bis ins 19. Jahrhundert hinein die Landbevölkerung auch in den heutigen Industriestaaten meistens noch nicht lesen und schreiben konnte. Und deshalb wird auch heute zum Beispiel in den USA manchmal noch abfällig über die sogenannten Rednecks gesprochen. Aber wenn man das genau untersucht, dann hatte die Landbevölkerung, also die Village People, in den USA schon in den 70er Jahren ein tiefes Verständnis für fernöstliche Philosophie entwickelt. Das Prinzip von Yin und Yang ist dort tief verwurzelt. Also bei den Village People die Erkenntnis Yang Man, Yin the Navy. Aber auch schon in der Völkerwanderungszeit waren die Leute nicht so dumm, wie das heute oft dargestellt wird. Die Germanenkönige haben sich zum Beispiel, bevor sie zum Christentum übergetreten waren, ganz genau darüber informiert, für welchen Gott sie sich entscheiden sollen. Die waren natürlich vorher bei einem Gotttestdienst. So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.